Aber ich bin wahnsinnig nervös im Gegensatz zu dir. Du hast ja gesagt, was denkst du? Ich bin nicht nervös. Du hast vorhin gesagt, du bist nicht nervös. Nee, ich bin. Aber physisch mag ich das. Ja. Weil irgendwie dann höre ich schlecht oder ich fange an zu frieren. Ja. Und würde eigentlich am liebsten so im Bett liegen. Ja. Oh, kennst du das? So. Ja, ich bin. Ich bin nicht aufstehen. Okay, ich bin eher so, dass ich total. Ich drehe total durch. Ich bin so aufgeregt. Also vor jeder Show. Aber das lässt auch überhaupt nicht nach. Also auf einer Tour, sage ich mal, wenn man dann 3 Monate am Stück unterwegs ist, dann ist es irgendwann so, dass du dann ein bisschen entspannter wirst zum Schluss. Aber also ich bin ja auch so wahnsinnig perfektionistisch. Gerade wenn man dann so einen Tourauftakt hat und die allererste Show macht. Das kann bei mir ist es so, werden, so eine kleine Sache. Also ich habe alles genau durchdacht und dann läuft eine Kleinigkeit schief am Anfang der Show. Dann ist für mich das ganze Konzert gelaufen. Das lassen wir natürlich nicht anmerken. Aber hinter der Bühne, ich bin dann nicht mehr ansprechbar. Ich bin dann für mich, das kann alles gut gewesen sein. Wenn eine Sache nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, dann bin ich so genervt. Ich glaube. Mein Problem ist, ich habe auch so wenig Vertrauen in andere Menschen. Und wenn ich dann. Was bist du für ein Sternzeichen? Jungfrau. Ach, du Gnade. In der Jungfrau war ich verheiratet. Ich glaube, das ist ganz genau. Wenn ihr das nämlich den Perfektionismus nicht in den Griff kriegt, dann seid ihr so verzweifelt, dass ihr alles lasst. Ich glaube jetzt schon manchmal, dass es ein bisschen. Ich meine, dran zerbrechen. Es ist jetzt manchmal schon so, dass ich denke, es ist an der Grenze, wirklich krankhaft zu sein. Ja. Also es ist, weil Tom und ich sind auch beide so. Wir sind ja beide. Und Männer, Jungfrauen sind schlimmer als Jungfrau. Jungfrauen. Und dann, wir sind natürlich, also wir machen uns verrückt. Ne? Also wenn wir zusammen sind, wir sind nur am Diskutieren und also es ist furchtbar, weil wir können nicht abschalten voneinander. Ja, ja. Ne? Weil wir sind ja wie ein Kopf und wenn wir zusammen sind, wir schalten einfach nie ab, auch wenn du fliegst auf die Malediven, um dich zu entspannen. Aber im Prinzip kannst du auch in Hamburg bleiben, weil ich krieg einfach keine Pause von mir selber. Aber das musst du lernen. Ich weiß, das ist für mich so, dass das mache ich, das wollte ich eben gerade sagen. Im Grunde mache ich nämlich eine Pause. Ja. Ich übergebe es dann an den Damien und sage, mach, was du willst. Ich will es auch nicht mehr sehen, sonst würde ich mich verrückt machen. Und das ist das, was ich mir unbedingt abgucken muss, weil ich kann das nicht. Aber ein halbes Jahr probiere ich, jede Woche habe ich eine Anprobe. Ja. Und ich weiß ja auch nicht, ob die Übersetzung von dem Blatt Papier oder vom Gedanken aufs Papier, vom Papier auf die Realität. Ja. Das sind ganz verschiedene Schritte. Ja. Außerdem müssen andere Leute es machen. Ja. Ich kann das nicht nähen, ich kann es nicht zuschneiden. Und wenn ich Sarah nicht habe, kann ich das auch irgendwie gar nicht, weißt du? Ja. Also, aber ich brauche dafür keine Musik, kein Champagner, keine Drogen, sondern nur ganz, ganz, ganz klaren Kopf. Das Ding ist aber, man muss auch wirklich die richtigen Leute dann dazu finden. Bei mir, weil bei mir ist es immer so, ich kann also wirklich von der Schrift, vom Cover bis hin zu jedem Merchandise-Artikel, den wir haben, ich kann einfach nicht, ich hasse das, wenn das nicht über meinen Schreibtisch läuft. Also wenn eine E-Mail... Genauso, denkst du, ich würde von jemand anders einen Schuh nehmen? Nee. Oder ein Ohrring oder ein Gürtel? Dann gibt es keinen Gürtel. Dann laufen die nackt. Ja. Dann würde ich, wenn das nicht direkt von mir geboren, wiedergekäut, dann würde ich es nicht machen. Aber ich ziehe auch kein Mädchen an. Ja. Ich passe die Sache nicht mehr an. Okay. Du wirst mich nicht sehen, dass ich ein Kleid zum Model trage. Ja, aber das ist wahrscheinlich echt eine gute Lösung. Binde keine Schleife, nichts. Ja. Dann bleibe ich dann theoretisch. Okay. Bleibe da zurück. Ja. Sonst würde ich, glaube ich, verrückt werden. Ja, das muss ich mir auch irgendwie einhalten. Nee, du musst dann irgendwann sagen, cut. Jetzt sind die anderen dran. Ich kann das immer nicht abkommen. Und dann mache ich es mal wieder und dann denke ich so, komm, das ist so eine unwichtige Kleinigkeit, die lasse ich mal wen anders regeln. Ja, das geht aber nicht hoch. Und dann läuft das schief. Und ich bin so, ich denke mir so, das ist scheiße. Aber weil das nur ist du. Mal, das ist, es siehst aber nur du. Ja, ich weiß. Und ich kann dir eins sagen, wenn ich dann die DVD hinterher sehe, von der Show, oder die DVD, ich sehe nur, das eine Schnürband, das nicht zu ist. Ja. Ich sehe nur, dass da hinten irgendwas nicht eingehakt ist. Genau. Und konnte kotzen. Ja, aber da denke ich dann wieder, scheiße, hättest du das selber gemacht. Na, ja, aber es wird passieren. Es wird passieren, ja. Man muss aber wahrscheinlich diese Gelassenheit irgendwann haben. Ne? Bitte schön. Dankeschön. Beauty first. Mal sehen, ob ich hier Empfang habe. Florentinsche? Ja, hier ist Papa. Papa ist gerade auf dem Eiffelturm. Ich habe mir nämlich gerade die Zwillinge gezeigt. Wir machen zusammen die nächste Kollektion, ne? Denn ich komme nach Los Angeles. Genau. Ne? Ich habe sowieso gedacht, ich hau wieder ab jetzt irgendwie. Oder wir machen eine Kinderkollektion mit dir zusammen. Ja, für Zwillinge. Grüße Babys. Tschüss, Schatzi. Tschüss. Ja, tschüss. Wie alt sind die denn, die Babys? Die sind im Mai geboren. Ah, okay. Im Mai. Ja, die hat sich super gefreut. Wie alt ist sie denn?
viel älter als du, 10 Jahre älter als du. Okay. Denn wie gesagt, ich habe schon, ich war mit 27 schon das zweite Mal Papa. Oh weia. Ja, und kein Job, kein nichts, keine Aussteuer, 6 Handtücher von zu Hause bin ich. Aber ich kann mir das eigentlich auch überhaupt nicht vorstellen. Meine Mama ist ja auch jung Mama geworden, die hat das auch mit 20 bekommen. Ja. Ja. Aber vielleicht ist es auch gut, dann überlegt man sich nicht so lange zu der Zeit, ne? Ja. Ich bin ja auch Film erfahren. Ja. Ich hab 5 Film, Spielfilm mitgespielt. In einem oder in mehreren? In fünf. Der eine Film hieß Suck My Dick. Okay. Habe ich am Psychiater gespielt. Ach, das habe ich gelesen irgendwo, ja. Tut mir leid, aber euer dämliches Gequatsche geht mir ganz schön auf die Nerven. Und du, Ginny? Du bist für mich eine ganz miserable Künstlerin. Meiner Meinung nach gehörst du nicht in eine Kunsthochschule, sondern in eine Anstalt. In eine was? Eine außergewöhnliche Bemerkung, muss ich schon sagen. Halten Sie doch endlich Ihr Maul! Bloß weil Sie mit Ihrem Talent nicht auf dem Markt existieren können, ist das doch lange kein Grund, hier eine Kunsthochschule zu verpesten. Du komm her, du Schwachsinn, hey. Hol dir jetzt die Eier ab! Und danach habe ich einen Agenten genommen, weil ich so viele Filmangebote hatte. Und dann habe ich nie wieder einen gemacht. Also hat dir das auch nicht so Spaß gemacht? Oder? Nee, also Michael Caine hat es richtig gesagt. They pay us for waiting, acting is for free. Ja. Also dieses dann, du, wir haben da so ein technisches Problem. Kannst du mal eine andere Seite lernen schnell? Und dann, als ich dann morgens um 7 da rauskam, hat den Komparsen das Catering weggefressen. Also, oi, oi, oi. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das mal machen soll. Ah ja, einmal. Und also, wenn da so das Richtige kommt, ich habe irgendwie auch immer total viel. Hier ist richtig, ne? Ich habe auch immer total viel abgesagt. Es ist physisch anstrengend auch. Okay, und worum ging es denn bei Sankt Martin? Ja, darum nehme ich es nicht. Okay. Das fand er nur cool. Wir haben mal in einem Film gespielt, als wir 6 waren oder so. Nee. Der hieß Verrückt nach dir. So ein ganz schlimmer, trashiger. Was ist das für ein Film? Und dann haben die, also die haben halt Zwillinge gesucht. Und dann haben wir irgendwie damit gemacht, wir waren halt super frech. Und das fanden die irgendwie gut. Und dann sind wir dahin. Und dann mussten wir in der Szene, das war wirklich eine ganz kleine Szene, und wir mussten uns einpullern. Eigentlich. Und du bist ja gerade in dem Alter, wo du das ja nicht mehr machen willst. Wir waren ja gerade stolz, dass wir trocken sind. Ne? Und dann irgendwie wurde es dann 6. Aha. Und dann wurde es so Mit 6 pullert man nicht mehr ein. Nicht mehr ein, nein. Ja. Aber man ist ja gerade stolz drauf, dass man schon so groß ist. Ne? Ja. Und dann hatten wir so eine ganz komische, also die war extra so zurecht gemacht, die Schauspielerin. Und die war so ganz schlimm mit so einem Pony und so weiter. Und dann hat Tom sich aufgeregt und meinte, er würde nicht mit so einer hässlichen Schauspielerin den Film drehen und hat die ins Klo eingesperrt und hat den Schlüssel weggeschmissen und dann kam sie nicht raus. Ist dein Bett auch nass? Noch nicht. Okay, du bleibst auch hier. Pass auf, deiner ist nass. Zu spät.